bin Eleanor Avell, Autorin. Und ich bin Katrin Ellis, auch Autorin. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Anlässlich des Weltfrauentags möchten wir uns über das Bauhaus unterhalten, das in diesem Jahr sein 100-Jähriges feiert. Ja, ich würde nicht mal unbedingt sagen, nur über das Bauhaus, sondern auch einfach ob es heutzutage noch Sinn macht, dass es female-only Spaces gibt. Das Bauhaus startete mit einer sehr genialen Idee, nämlich eine freie Schule, Kunstschule, in der es egal ist, welchem Geschlecht man angehört. Und dementsprechend war es in dieser Zeit natürlich verlockend für junge Frauen, die sich gerade gesehen haben, als ja, deren Welt sich erweitert hat zu diesem Zeitpunkt, aus diesem Hausfrauen-, Ehefrauen Bereich hinaus. Dass die sich davon angezogen gefühlt haben, diesem Gedanken weiter zu verhelfen und an diese Schule gegangen sind. Deswegen hatte das Bauhaus am Anfang auch mehr Studentinnen als Studenten. Und dann diese Entwicklung zu sehen, dass der gesellschaftliche Eindruck von Frauen sich aber trotzdem immer noch nicht geändert hatte und dass der Druck von außen dazu geführt hat, dass diese Frauen, die dorthin gegangen sind, einfach um ihre Kunst zu leben, plötzlich dann in eine Klasse zusammengepfercht wurden nach dem Motto, ihr geht weben, weil weben machen Frauen. Frauen können nicht dreidimensional sehen, Frauen können kein schweres Handwerk vollbringen. Und diese Notdurft dieser Frauen, die eigentlich nur ihre Kunst machen wollten, Kunst, weil sie aus der Seele kommt, wie es bei uns bei Schriftstellern auch ist. Wir schreiben, weil es in uns steckt. Und die dann damit beschäftigt waren, die ganze Zeit zu zeigen, dass sie auch in andere Klassen gehören, dass sie das auch können. Die dann nur damit beschäftigt waren, statt ihre Kunst zu machen, oder viel damit beschäftigt waren, statt ihre Kunst zu machen, gegen diese männliche Konkurrenz anzukämpfen. Und diese Weberklasse, die tatsächlich auch viele Einnahmen für das Bauhaus generiert hat, wurde entweder gar nicht genannt oder ganz am Ende genannt, weil man sich nicht lächerlich machen wollte, weil man anerkannt werden wollte. Frauen, damit, das ist kein Aushängeschild, damit kann man sich nicht berühmt machen. Wir brauchen die Männer. Und genau das ist es, was für diese Frauengruppen eben relevant ist. Wir wollen Kunst machen. Wir wollen aus unserer Seele das herausholen, was zu uns spricht. Und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt sein, in Konkurrenzgebaren zu treten und uns erkämpfen müssen, dass wir irgendwas leiten dürfen, dass wir irgendwas schreiben dürfen, dass wir irgendwas veröffentlichen dürfen, dass wir einfach die Kunst machen dürfen, die in uns steckt. Ob das nur mit Dreidimensionalität zu tun hat oder mit Handwerk. Das, und dieser Gedanke, der hat mich einfach so mitgerissen und mitgenommen, weil ich finde, es passt heutzutage immer noch. Und das ist die Diskussion, der wir uns auch immer stellen. Sind wir noch auf diesem Stand von was 1928, 29 oder sind wir schon weiter und brauchen wir das gar nicht mehr? Das Problem ist ja, dass diese Diskussion sehr emotional aufgeladen ist, immer. Und ich meine, wir sind ja auch beide recht viel im Internet unterwegs. Und auf der einen Seite muss man natürlich sagen, ja, selbstverständlich ist die Situation jetzt besser als in den 20er Jahren, aber nicht so dramatisch viel besser. Jetzt um genau diesen Bereich geht, also als ich damals recherchiert habe wegen einem möglichen Pseudonym, ist eigentlich immer noch dazu geraten worden, dass in der Fantasy eigentlich ein männliches oder ein geschlechtsneutrales Pseudonym sich besser verkauft. Also das Fantasy, und wir reden jetzt von nicht Romantasy, sondern eben auch von High Fantasy oder Dark Fantasy, dass das sehr männlich belegt ist, zu dem Punkt, dass einfach die Leser Bücher von Frauen auch nicht wirklich kaufen. Und bei diesen Diskussionen wird dann auch gerne gesagt, ja, aber ich schaue ja nicht auf den Autor, mich interessiert nur das Buch. Und das mag zwar alles so sein, nur leider beginnt der Auswahlprozess ja nicht beim Leser, sondern auch bei den Verlagen. Und da hört man dann doch, dass auch Verlage Frauen zu einem männlichen Pseudonym raten, wenn sie Science Fiction schreiben, wenn sie Fantasy schreiben.
Und was mich sehr schockiert hat, war, und jetzt fällt mir der Hashtag nicht ein, aber unter dem VW Schwab relativ viel getwittert hat, das war, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, Sachen, die sich Fantasy-Autorinnen anhören müssen. Und das war schon erschreckend oft, dieses verdrehte Kompliment von, ich bin froh, dass ich nicht wusste, dass du eine Frau bist, sonst hätte ich dein Buch nie gelesen und deine Bücher sind so toll. Und das ist schon bitter. Zu der damaligen Zeit, also bevor diese Idee der Gleichberechtigung mehr Anhänger gefunden hat und mehr Interesse, wobei Interesse war wahrscheinlich schon immer da, nur ja, gegen gesellschaftliche Strömungen anzukämpfen ist Nicht ohne, ja. wirklich anstrengend. Frauen als Hausfrauen, das Ziel der Frauen, einen Mann zu finden, sich zu verheiraten und die Familie zu hegen und zu pflegen. Und auch unter den männlichen Kollegen, die als erstes bei der Entstehung des Bauhauses die Idee dieser Gleichberechtigung hatten, war es trotzdem ein selbstverständlicher Gedanke, dass Frau, wenn, also Künstlerin, wenn sie denn dann einen Mann hat und verheiratet ist, geht. Denn wenn du verheiratet bist, dann hast du ja einen Ernährer, dann musst du im Prinzip ja deine eigenen Ideen nicht mehr weiterverfolgen. Und du kannst dich in dein angestammtes, natürliches Umfeld begeben, den Haushalt. Und die Frauen, die das nicht getan haben, sondern die gesagt haben, warum muss ich jetzt, weil ich verheiratet bin, mein Künstlerdasein aufgeben? Warum sollte ich das tun? Die haben sich da im Bauhaus auch einem sehr harten Kampf stellen müssen. Und in Bezug auf heute. Ich bin Mutter, ich bin Hausfrau, ich bin Autorin und alleine diese Konfrontation, oh, du machst Homeoffice, na, das ist ja angenehm, das kannst du ja machen, während die Kinder nebendran spielen oder oh, dann hast du ja ganz toll Zeit, erstmal so den Haushalt zu machen und danach machst du noch so nebenbei deine Homeoffice-Tätigkeiten. Ja, ich bin froh über die 2 Stunden, die ich vormittags tatsächlich was machen kann. Sobald die Das Kinder glaube da ich, sind, ja. ist das rum. Der Knackpunkt für mich ist der, dass sehr oft, was ich auch so im bekannten Freundeskreis mitbekomme, ja, und auch die gesellschaftliche Diskussion, ist, dass von Frauen erwartet wird, ihr ganzes Leben zurückzustellen, sobald sie Kinder haben. Und mir ist völlig klar, dass Kinder die oberste Priorität sind, wenn man sie hat. Ich glaube, es geht emotional auch gar nicht anders, ja, und ich plädiere auch überhaupt nicht davor, die Kinder noch hinter der Haushalt, sozusagen zu parken. Aber dass da oft so viel Unverständnis ist, wenn dass Frauen nebenher aber auch noch ihr eigenes Leben leben wollen, ja, also eine befreundete Autorin, die nimmt sich halt einen Babysitter, dass sie schreiben gehen kann. Und ich glaube, es ist dieses, wie du gibst dein Kind in den Kindergarten oder in die Krippe, wenn du eh zu Hause bist. Und dass da mit sehr viel Unverständnis reagiert wird, wenn die Frau dann sagt, naja, irgendwann muss ich zeichnen, schreiben, meinetwegen weben, um wieder auf das zu kommen, ja, oder was auch immer man machen möchte, oder nicht einmal unbedingt das, ja. Manchmal ist es einfach, ja, manchmal möchte ich eine Stunde auf dem Sofa liegen, weil ich wahnsinnig werde, weil ich 24 Stunden am Tag beschäftigt bin. Also in diesem Punkt ist, glaube ich, noch relativ wenig Verständnis da, wenn eine Frau sagt, natürlich liebe ich meine Kinder, aber sie sind nicht der einzige Lebensinhalt für mich. Und das ist etwas, wo ich denke, dass Männer sich eigentlich da einfach nicht damit herumschlagen müssen und dass ihnen dementsprechend auch mehr Raum gegeben wird, um ihre Ziele zu verfolgen. Diese Entscheidungsfreiheit zu haben, das ist doch kein Privileg, es ist ein Recht. Und das fehlt mir immer noch in der Gesellschaft. Einfach zu sagen, du hast das Recht, dich selbst auszuleben, du selber zu sein in allen Belangen. Und wir müssen dafür immer noch kämpfen. Und dass wir dafür immer noch kämpfen müssen, ist für mich auch die Begründung dafür, warum es Frauengruppen immer noch gibt. Wenn wir dafür nicht mehr kämpfen müssen, dann wird sich das von allein erledigen. Dann müssen wir darüber nicht mehr diskutieren. Brauchen wir Frauengruppen?
Es ist so eine Sache von Angebot und Nachfrage. Und das Bedürfnis nach einer Art von geschützten Räumen ist einfach noch da. Und dementsprechend gibt es sie auch noch. Ein Gedanke, der mich in dem Bezug auch immer noch beseelt, ist der, dass ich es schade finde, wenn wir über Gleichberechtigung reden und darüber, dass Frau nicht mehr das sein möchte, was das gesellschaftliche Leben ihr über Jahrhunderte aufgedrängt hat, fällt manchmal so ein bisschen hintenüber, dass es aber vollkommen okay ist, das zu wollen. Ja, das stimmt wirklich, ja. Es ist vollkommen in Ordnung, Romantasy zu schreiben. Natürlich, Ich lese auch ganz natürlich. gerne Romantasy. Das, worum es in dieser Sache geht, ist, wir wollen alles dürfen. Und ich denke, das geht ja nicht nur Frauen so, sondern das geht Männern genauso. Und ich finde, in dieser Bewegung, in dieser Frauenbewegung für die Offenheit, Frauen zuzugestehen, dass sie eben doch dreidimensional sehen können, dass sie schwer handwerklich arbeiten können. Wenn eine Frau Minenarbeiterin werden will, dann soll sie doch Minenarbeiterin werden, wenn sie die Qualifikationen dafür erfüllt. Wenn ein Mann Romantasy schreiben will, dann soll er doch Romantasy schreiben, wenn er das gut kann. Diese Frauenbewegung ist ja nicht nur dafür da, die Idee weiterzubringen, dass Frau das kann, was Mann kann, sondern dass Mann auch kann, was Frau kann. Und dass Frau sein darf, wie Frau sein möchte. Und ich glaube, das ist aber genau das, was immer unterschlagen wird, weil das, was du gesagt hast, das ist ja für mich, also das ist für mich der echte Feminismus. Das ist der, der darum geht, wir sind alle gleich und wir alle sollen das dürfen, was wir wollen, ohne dass uns irgendwer sagt, nein, das geht nicht, weil du hast einen Penis oder du hast Eierstöcke. Darum geht es ja eigentlich, ja. Es geht darum, das, was als feminin verstanden wird, von diesem negativen Kontext zu lösen. Ja? Denn ich persönlich fände das überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, ah, ich bekomme ein Mädchen, ich male das Zimmer rosa an. Ja, das ist ja, rosa ist eine Farbe. Das, was ich dann traurig finde, ist, wenn rosa verbunden wird mit feminin im Sinne von schwach und weinerlich und kann nicht dreidimensional sehen und kann keine Mathematik, ja, und kann keinen Ball werfen. Das ist ja das Grundproblem, das der Feminismus ja eigentlich angeht. Ja, gerade diese Idee. Du kannst keinen Ball werfen, weil du eine Frau bist. Nein, ich kann keinen Ball werfen, weil ich persönlich einfach mies im Bälle werfen bin. Das finde ich halt immer sehr schade. Auch dieses, du bist eine Frau, du kannst nicht so gut Auto fahren oder du bist ein Mann, du bist typisch unromantisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade diese Unterhaltung bezüglich, ja, so sind halt Männer, das ist etwas, was mir Ja. auch unheimlich sauer aufschlägt, weil nein, so sind halt nicht Männer. Diese Idee, dass nur weil etwas für viele einer Gruppe gilt, automatisch für alle gilt. Und diese Verallgemeinerung, das passiert mir selber ja auch, dass ich mich dann selber erwische und mir sage, wapp, jetzt hast du aber schon wieder ein Merkmal auf eine Gruppe geprägt. Aber nicht jeder in der Gruppe würde das unterstützen oder für sich geltend machen wollen oder haben wollen. Und ich finde einfach, dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und das selber bei sich auch festzustellen. Es geht nicht darum, dass man sagt, boah, Schande, du hast es gesagt, jetzt gehst du in die Schäm-dich-Ecke und kommst da nicht mehr raus, bis du blau und grün bist. Sondern es geht wirklich einfach darum, selber dann auch zu sehen, oh, ja, habe ich gemacht. Und wir befinden uns in einer Zeit, in der wir ein Bewusstsein dafür haben. Dann nutzen wir es doch auch. Dann gehen wir doch aufeinander zu und sagen, ach, das, was du gesagt hast, war vielleicht so vor 50 Jahren hip und in, aber mittlerweile sind wir doch weiter. Also denken wir doch weiter. Kategorisieren ist ja per se jetzt nicht unbedingt etwas total Negatives und Schlechtes, weil es auch hilft, ja, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Problematisch wird es dann, wenn es diskriminierend gebraucht wird oder wenn es dazu gebraucht wird, auch Aussagen einer Gruppe zu entwerten.
Ja, wobei man auch sagen muss, das ist das berühmte Not all men. Natürlich sind Verallgemeinerungen immer schlecht, aber manchmal lenkt es auch von einer Situation ab, wenn man davor ewig herumdifferenziert. Ich finde, das ist dieser Unterschied zwischen verächtlicher Erniedrigung durch dieses Mittel und als beschreibendes Hilfsmittel. Was möchte man denn mit dieser Aussage erreichen? Worum geht es dir denn dabei eigentlich? Das kann keine positive Verallgemeinerung sein, so lapidar hinzuschmeißen, dass eben Frauen nicht Auto fahren können, weil oder nicht einparken können oder irgendetwas. Das ist nicht nützlich, um irgendwelche Arten von Diskussionen zu führen? Ich fände es überhaupt nicht problematisch zu sagen, Frauen shoppen gerne, ja, als verallgemeinendes Konstrukt, ja, wenn nicht irgendwie diese Bedeutung dran anhängen würde, ja, weil sie sind oberflächlich und sie haben eh keine anderen Interessen und sie wollen sich eh nur hübsch machen. Also diese ganze Schwall an negative Konnotationen, der für manche Leute da hinten dranhängt, nicht für alle, ja, das ist dann das, wo es anstrengend wird, für mich zumindest. Und das ist jetzt vielleicht etwas hart und verallgemeinert formuliert, aber wenn ich an die Rechtfertigungsschwalle denke, in die Männer ausbrechen, wenn sie was mögen, was gesellschaftlich gesehen nur für Mädchen ist, oder auch wie sich über sie lustig gemacht wird, wenn sie tanzen gehen, weil das ist nur für Mädchen und ein Mädchen zu sein ist das Letzte. Also das ist der Punkt, wo ich einhake und das ist der Punkt, den ich am Neuen nicht so angenehm finde, dass die Diskussion von ich mag das, obwohl das typisch Mädchen ist, oder ich mag das, obwohl das ja nichts für Mädchen ist, nie eine Diskussion ist. Ich mag das, weil ich das mag und aus. Also wie gesagt, das ist für mich so der Punkt, wo für mich der echte Feminismus einhakt, nämlich Sachen von der Konnotation zu lösen und zwar von einer negativen Konnotation. Das ist gerade dieser Punkt, dieser gesellschaftliche Druck. Das Bauhaus hat mit einer tollen Idee begonnen, einer modernen Idee, die einfach wieder zum Thema hat, dass es irrelevant ist, welchem Geschlecht du angehörst. Und dann hat dieser gesellschaftliche Druck aber dazu geführt, dass diese Idee korrumpiert wurde. Und es ist auch heutzutage tatsächlich noch so, dass diese Gegebenheiten, die dafür gesorgt haben, dass der Plan der Gleichberechtigung verworfen wurde, heute immer noch da sind. Sie immer noch funktionieren. Und ich erlebe das sowohl für mich als Frau, aber ganz intensiv und noch viel, viel stärker für meine Söhne. Diese Hello Kitty Socken, die er geliebt hat wie die Hölle. Die hat er dann im Kindergarten, das war nicht Schule, das ging im Kindergarten schon los, nicht mehr anziehen wollen. Und hat sie dann nur noch nachts angezogen, weil er sich dieser Schmähung nicht aussetzen wollte. Und das ist etwas, das geändert werden muss. Das ist etwas, was wir eigentlich nicht mehr propagieren sollen, sollten. Diese klassischen Ideen davon, was darf der Mann, was darf die Frau, wie ist der Mann, wie ist die Frau, wie ist der Mensch, was mag der Mensch? Also ich denke, wir sind, glaube ich, gerade jetzt sehr intensiv in einer Phase von Identitätsfindung, weil diese sehr einfachen Konstrukte von der Mann ist das, die Frau ist das, und ein Mann heißt, du hast einen Penis, Frau heißt, du hast Eierstöcke, und da gibt es auch keine Diskussion. Also Sex und Gender ist eines. Das ist etwas, was natürlich auch sehr viel Sicherheit gibt. Es ist ein klares Konstrukt, in dem ich mich bewegen kann. Und auch wenn es mir jetzt vielleicht nicht gefällt, wenn ich so aufwachse und es andere Probleme um mich herum gibt, Krieg, wie Armut, wie solche Geschichten, dann gibt mir das Halt. Ja? Und
so wie diese Konstrukte wegbrechen, ist auf einmal sehr viel Unsicherheit da. Und das, finde ich, merkt man dann auch in der Aggressivität, die denen entgegenschlägt, die diese sicheren Leitlinien anzweifeln oder anfangen abzubauen. Es ist noch nicht so lange her, dass wir ein eigenes Konto haben dürfen, das Wohnerlaubnis des Mannes arbeiten dürfen. Das ist ja so, bei meiner Großmutter war das noch überhaupt kein Thema. Also, ich glaube, es war noch in den 70ern, wo der Mann für die Frau den Job kündigen konnte, wenn er sich anders überlegt hat, dass sie arbeitet. Und durch diese Rechte, die wir haben, yay, ja, also es ist langsam, aber sicher, brechen diese Konstrukte auf, an denen wir uns aber sehr lange festgehalten haben. Und deswegen denke ich auch, dass jetzt auch diese Welle von Antifeminismus kommt oder da ist, weil die Welt wird immer unsicherer und dann ist dieses menschliche Verlangen zurück zu einer fixen Struktur, wo ich mich auskenne. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Gedanke, weil die Frage ja oft aufkommt, jetzt sind wir ja doch schon so weit, wieso muss denn das noch weiter thematisiert werden? Warum müssen wir uns denn da jetzt noch weiter darüber unterhalten? Wir haben doch jetzt einen bestimmten Punkt erreicht und ja, das Leben ist aber nicht wie ein Videospiel, Speicherpunkt erreicht, ab da können wir weitermachen, sondern ganz oft fallen Menschen und Arrangements zurück. Wie beim Ja. Bauhaus, wir haben diese Idee, Gleichberechtigung, und dann nimmt irgendein Einfluss seinen Lauf und dann gehen wir doch lieber wieder zurück zu dem, was wir kennen, weil wir wollen ja die Anerkennung, wir wollen ja das Geld und die Förderung und wir wollen ernst genommen werden, deswegen lieber zurück. Und das ist in all diesen Bereichen auch Rassismus und was die Ja. Geschlechter angeht und die Orientierung angeht. Wir haben bestimmte Punkte erreicht, aber wir sind auch immer wieder Schritte zurückgegangen. So gut wie jetzt kann man leider noch nie verfolgen, was für Rückwärtsbewegungen da sind. Ja, durchaus auch in Österreich. Also zur Zeit, ich möchte nicht mit Deutschland tauschen, aber ehrlich gesagt, ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt das haben, was wir jetzt hier haben. Ich denke mir, das Stichwort ist lösungsorientiert und zurzeit sind alle sehr problemorientiert. Und gerade jetzt, wo wirklich konservative Strömungen auftauchen, wo es erschreckend ist, dass sie in diesem Jahr überhaupt noch in den Köpfen existieren, kann man sich nicht wirklich darauf ausruhen, dass man eh theoretisch nicht mehr der Besitz des Mannes ist. Ja, also es geht schon ein bisschen in die Richtung von, er darf dich eh nicht mehr unterschlagen, also was willst du denn noch? Also jetzt überspitzt formuliert. Und genau um den Gedanken geht es mir bei dieser Geschichte bezüglich des Bauhauses auch. Wir reden über die Frauen, die dort sich künstlerisch ausgelebt haben. Aber wir reden mehr als die Hälfte der Zeit darüber, wie sie gegen ihre männlichen Kollegen gekämpft haben. Wir reden mehr als die Hälfte der Zeit darüber, wie ihr Werdegang war, wie schwierig es für sie war. Wir wollen uns darüber unterhalten, was sie erschaffen haben. Wir wollen uns darüber unterhalten, was ihre Werke waren, woher ihre Werke kamen, wie ihre Inspirationen sind. Das, was bei den männlichen Kollegen auch ist, dass wir darüber nachdenken, ja, wie lebte Paul Klee? Wie kam er dazu, das so und so zu malen? Welche Einflüsse sind bei ihm passiert? Welche Stile, welche Materialien hat er verwendet? Und bei den Frauen reden wir halt hauptsächlich darüber, wie haben sie sich im Kampf gegen ihre männlichen Kollegen verhalten. Ja, das war jetzt ein bisschen ein Streifzug quer so über durch alle Themen, die irgendwie damit zu tun haben, auch wenn Eleanor immer tapfer wieder zurück zum Bauhaus abgebrochen ist. Das waren jetzt vielleicht ein bisschen durcheinandergewirbelt meine Gedanken zum Feminismus und warum ich beim Nonnennetzwerk bin und warum ich persönlich nach wie vor überzeugt bin, dass
Gruppen und Bereiche nur für Frauen nach wie vor wichtig sind und förderungswürdig sind, weil die Möglichkeit zur Entfaltung einfach eine andere ist und weil es auch ein bisschen eine Atempause ist. Weil mit dem fertigen Werk muss man dann eh wieder hinausgehen, ja, in die echte Welt, vielleicht mit männlichem Pseudonym, vielleicht auch nicht. Ja. Diese Thematik beschränkt sich ja tatsächlich nicht auf den künstlerischen Bereich, sondern er umfasst ja alle Bereiche. Und das ist ja auch nicht etwas, was sich ausschließlich auf den Feminismus beschränkt. Oder wenn man jetzt das Wort Feminismus nicht mag, auf den Gedanken, dass jeder Mensch als Individuum seine eigenen persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften hat, ohne dass das zwangsweise irgendeinem Geschlecht zugeordnet werden muss oder kann. Ja. Und dass wir von diesen Gedanken ein wenig wegkommen sollten. Wir sind einfach weiter. Und dementsprechend sollten wir auch weitermachen.